Hallo meine Lieben, heute gibt es diese leckeren Kürbismuffin. Als Zutaten benötigen wir 300 Gramm Kürbispüree, 2 Eier, einen halben Teelöffel Zimt, ein Viertel Teelöffel Salz, 1,5 Teelöffel Backpulver, 200 Gramm Mehl, 200 Gramm Zucker und zum Dekorieren benötige ich Mandelstifte, kleine Smarties und Schokolade. Den Kürbis schneide ich in Stücke und nehme das Kerngehäuse mit einem Löffel heraus. Danach gebe ich die Kürbisstücke auf ein Blech und alles kommt bei 200 Grad für 45 Minuten in den Ofen, bis der Kürbis weich ist. Ich entferne das Kürbismus von der Schale, da ich die Schale nicht mitverwenden kann. Nun püriere ich noch einmal alles zu einer feinen Masse. In eine große Schüssel gebe ich das Mehl, den Zucker, den Zimt, das Backpulver und das Salz. Dann rühre ich einmal alles kurz durch. Jetzt kann ich auch schon das Kürbismus dazugeben und außerdem die Eier. Nachdem ich alles ca. 2 bis 3 Minuten gut durchgerührt habe, ist der Teig fertig. Ich verteile meinen Teig in die Muffinformen und dann kann das Blech für 25 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Die Muffins sind fertig und sie können auskühlen. Zum Schluss dekoriere ich meine Muffins mit Schokoladenglasur, Zuckeraugen, Mandelstiften und Smarties und dann sind sie auch schon fertig zum Essen. Wenn euch das Rezept gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gerne meinen Kanal. Jetzt kann ich euch nur noch viel Spaß beim Nachmachen wünschen und lasst es euch schmecken.